Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Feed the Beast Light. So, ich wollte mir auf jeden Fall nochmal eine Kleinigkeit halt nochmal anschauen, deswegen bin ich hier auch noch immer noch da, beziehungsweise bin ich immer noch in derselben Aufnahmesession, die ist auch schon wieder eine etwas längere. Und da also halt auch viel Vorproduktion halt. Nehmen wir einfach mal die Kartoffeln hier noch mit. Wir haben ja sowieso genügend davon. Und ich wollte mir eigentlich gleich nochmal anschauen, wir haben hier noch die Wand. Event haben wir auch noch. Ich wollte mir gleich nochmal das neue Gebiet hier nochmal anschauen, ein bisschen näher. Ja gut, das Chatpack ist fast leer. Ja, lass mich nur. Ja, kommt hier eh nicht durch. So, nehmen wir mal das Chatpack wieder raus. Schmeißen das hier rein und dann habe ich auf jeden Fall mal noch ein Chatpack. Da. So, okay. So, wo haben wir das Portal? Da haben wir die Möwen. Höhle und den Mineneingang. Ich wollte ganz gerne nochmal, deswegen hänge ich jetzt, eigentlich war geplant, dass ich nach der letzten Folge halt erstmal meine Aufnahmesession beende. Aber ich wollte mir unbedingt nochmal hier in diese Höhle, beziehungsweise in die Mine nochmal rein, um doch nochmal ein paar Sachen nochmal auszuchecken. Vielleicht finde ich ja doch nochmal was Schönes und Interessantes dort in der Höhle und in der Mine. Und deswegen schauen wir uns das einfach mal in dieser Folge halt auf jeden Fall nochmal an. Ich denke, so im Allgemeinen kann es nicht schaden. Portal Gun habe ich übrigens nicht mehr mit dabei. Nicht, dass mir da wieder, wie gesagt, irgendwas passiert. Ist mir ja schon mal passiert. Und ja, schauen wir halt einfach mal. Ich glaube, hier ging es auch schon rein. Relativ tief sogar runter. Naja, lass mich. Ja, der Creeper, den hat es wohl erwischt. Oh, hier ist nochmal eine Fackel, aber die hat irgendwie kein Lichtlevel. Kann das sein? Das war aber eine Fackel gewesen. Aber wie gesagt, ich schaue mich nur mal hier ein bisschen um. Da finde ich ein paar Kisten oder sowas in die Richtung. Das wäre gar nicht so schlecht. Zum Beispiel sowas hier. Aber ist das hier nicht die... Okay. Scheint ein Dungeon gewesen zu sein, muss ich sagen. Natürlich auch so Holzschwelle. Okay, gut, das hat jetzt natürlich nichts. Teilweise braucht man auch jetzt nicht so unbedingt. Ich nehme jetzt einfach nochmal das, was ich so finden kann. So halbwegs nehme ich halt auf jeden Fall mal mit noch. Okay. Oh ja, mal wieder ein bisschen Eisen noch dazu. So, also da war auf jeden Fall, wie gesagt, wurde das Dungeon vorher generiert auf der Karte und war dann halt noch Lava da. Aber hier komme ich gerade nicht weiter. Ah ja, aber scheinbar ein bisschen Golderz. Und ja, ist es Gold? Ja, keine Ahnung. Müsste Gold sein. Ich kann es vom Chatpack her, vom Texture-Pack her noch nicht ganz unterscheiden. So, Portal war in die Richtung, Höhle war da. Ah, hier geht's auch nochmal rein. Müssen wir halt wirklich mal schauen hier. Ob wir da was Schönes finden oder sowas in die Richtung. Irgendwie finden wir hier bisher noch nichts. Hier haben wir auf jeden Fall wieder ein paar Shards. Auf jeden Fall mal ein paar Blöcke gleich. Und ich hier mal gegebenenfalls ein bisschen was zubauen kann. Schaffen Rucksack. Hier zum Beispiel den Wasserspot, der wäre zum Beispiel gar nicht so schlecht. So. Oh, da haben wir eine Spinne hier. Oh, sehr freundlich. Noch freundlicher. Eieiei. Mach ja ganz schön Schaden hier, die Dinger. Ich könnte zum Beispiel ein paar Earth Shards kann ich gebrauchen. Hier unten haben wir, sehe ich glaube ich Gold. Jetzt sind wir auf Ebene 20, sind wir jetzt schon mal. Okay, Portal haben wir hier noch. Ah, hier haben wir ganz viel Lava. Das nutzt uns definitiv nichts mit der Lava. Aber wir können hier können wir zum Beispiel mal den Creeper weghauen.
geklatscht hier. Bei dem Dungeon komme ich noch nicht so durch, wie ich will. Aber ich bin im oberen Eingang bin ich lang gegangen. Oh, krass, 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 krass. Oh, scheiße, ey. Oh, krass. Puh. So, das waren nur noch 3 Leben. Eieiei. Ich habe es eigentlich bisher lange Zeit nicht geschafft zu sterben, aber hier ist es wirklich schön kriminell gerade. Ja gut, weiter geht's. Oh nein! Oh, ob das was noch gebracht hätte, das Dingens. Eieieiei. Oh nein, schon wieder ein Skelett. Oh, diese Höhle ist richtig gefährlich, ey. Nein. 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 Nein! Nein! Fuck. Oh, fuck. Gestorben, ey. Mist. Ah, scheiße. Na, okay, gut. Aber das ist kein Problem. Also zumindest nicht kein mega großes Problem. Weil ich ja relativ gut vorbereitet bin. Ne? Also ich habe mich ja vom letzten Tod hin, habe ich mir ja teilweise die Sachen auch schon 2- oder 3-fach geholt, ne, mittlerweile. Und durfte eigentlich jetzt auch nichts verloren gehen. Die Chunks durften jetzt noch nicht geladen worden sein. Latest Death ist dort. Ja, ich gehe jetzt einfach nochmal in die Höhle rein und hol mir einfach nochmal, ja, nochmal mein Zeugs wieder. So, da haben wir die Höhle und den Mineneingang, haben wir hier schon mal. So, Latest Death ist auch relativ weit, relativ in der Nähe sogar. Ja gut, es war ja auch direkt um die Ecke dort. Oh ja, wow, Alter, was ist das denn? 4 Endermans. Das ist ja krass. So, wo ist jetzt der Latest Death? Der ist hier. Oh, alles verstreut gerade. Mist. Ich habe halt aber auch viel zu wenig Rüstung halt, ne? Wollen wir halt auch noch mit anmerken. Uah. Okay, ich hoffe, dass ich alles wieder habe, was ich so hatte. So viel hatte ich eigentlich noch gar nicht. Wo sind die Rucksäcke eigentlich? Die fehlen mir gerade. Ah, hier liegt auf jeden Fall noch einiges an Zeugs rum. Ja, hier haben wir Fackeln, haben wir hier. Ah ja, wir haben einen Creeper. Ja, lass mich. Haben wir die Pickaxe auf Core noch, dann haben wir auch noch eine Pickaxe auf Core und dann müssten wir eigentlich auch soweit alles haben. Ja, hier ist es wirklich in der Schlucht, ist es halt wirklich richtig gefährlich gerade. Dass ich mich hier vielleicht mal hinten einbauen kann etwas. Meine Tierspitzhacke habe ich wieder, ja. Jo, okay. Gut, so, mal gucken. Müsste hier auf jeden Fall nochmal irgendwie drauf auf dieses Minensystem. Da haben wir doch genau das. Da haben wir genau das Minensystem. Oh, hier haben wir. Oh, hier haben wir die Earth Shards. Das ist gut. Ja, 3 Stück. Ja, geil. Richtig geil. Richtig geil. Sehr schön. So, brauche ich jetzt noch irgendwas hier eigentlich. Ich würde das mir nochmal zurechtlegen hier. Ja, also wie gesagt, der Tod war jetzt nicht wirklich ein Problem gewesen. Habe ja das Zeug auch relativ schnell wiederbekommen. Und ja, ich konnte mir, wie gesagt, deswegen habe ich mich auch. Ich habe mich auch schon darauf vorbereitet eigentlich, dass ich gegebenenfalls sterben kann. Und ja, passiert halt manchmal. Ist man nicht vorgeschützt. Ja, noch ein bisschen Eisenholz. Ja, komm, geh weg hier. Oh, fuck. So. Wir nehmen mal das mit, was wir kriegen können und schauen uns halt wirklich halt einfach mal in diesem Dungeon etwas um. Wir haben noch eine Fledermaus. Hier oben geht's auch weiter. Überall jetzt mal ein paar Fackeln noch zu setzen, damit ich weiß, wo ich schon mal in etwa war und wo nicht. Oh, hier haben wir wieder ein paar Shards. Aber das sind die Shards, die nicht ganz so oft gebraucht werden.
glaube, das war letztes hat man sie, glaube ich, mal gebraucht für die Pickaxe of Core. Nee, nicht Pickaxe of Core, sondern die, die Axe of Stream, glaube ich. Habe ich die eigentlich auch wieder? Nee, die habe ich scheinbar nicht wieder. Oder hatte ich die überhaupt mit? Muss ich nochmal unten nachschauen jetzt gleich. Ja, ich schaue nochmal nach. Vielleicht liegt da noch irgendwie was dort in der Nähe. So, Latest Death war ja hier. Okay, der hat mir ein bisschen geholfen hier. Man kriegt wieder richtig fett Schaden, ey. Oh, krass. Oh, krass. Okay, ich muss jetzt hier weg. Eieiei, ich regeneriere auch gerade nicht. Nicht gut. Also die Höhle ist schon ziemlich gefährlich, muss ich sagen. Ah, das ist nicht ganz so geil. Ah, da war es wieder nur auf ein Herz runter. Ich habe halt aber auch zu wenig Rüstung halt gerade. Gerade einfach zu wenig Rüstung. So, hier haben wir noch ein paar, drei Steaks. Diese Schlucht ist halt so extrem scheiße. Ja, ich glaube, wenn dann die wäre die Axe of Stream wahrscheinlich eh verloren. Oder habe ich die jetzt noch mit dabei? Ah doch, habe ich klar. Klar habe ich mit dabei. Habe ich nicht gesehen im Inventar. Okay. Gut, dann können wir hier nochmal ein bisschen weitergehen. Das ist ja doch kein Problem. Okay. So. Okay, schauen wir uns das nochmal an hier, wie es denn hier so aussieht. Hier steht eine Fackel dran. Ja, das ist nichts, was wir jetzt wollen oder beziehungsweise benötigen. Hm. Das müssen wir mal wegmachen. Aber hier sind wir auch schon wieder in der Schlucht. Ah, das ist eine ganz schöne Schlucht hier. Gut, so, da haben wir hier. Hey, wir drehen uns gerade ein bisschen im Kreis, habe ich so das Gefühl. Das ist nicht so schön. Ah, hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Ja, da, wo viele Monster sind, könnte vielleicht noch irgendwie was sein, was wir bisher noch nicht entdeckt hatten oder was wir bisher noch nicht hatten. Hier ist auf jeden Fall gerade noch irgendwas. Spinne, ja. Ja, aber auch, jetzt sind auch nur ein paar Shards wieder. So. Okay, haben wir hier noch irgendwo was? Ja, ein bisschen Gold. Ah, schade, ich finde leider in dem Dungeon jetzt nicht genau alles. Ja, ich denke, wir werden das dann jetzt hier auch zumindest schon mal ein Stück weit abbrechen, weil die Zeit ein bisschen flöten geht. Ich hoffe mal, dass die Event of Excavation noch so weit reicht, dass ich mich wieder hochbauen kann. Nein, reicht sie nicht. Dann muss ich mich halt so hochbauen. 54, 55. Ja gut, ich bin relativ am Wasser, das heißt, ich werde relativ flach dann sein. Ich sehe auch schon auf der Minimap die Strukturen ja schon. So, und dann werden wir uns mal nochmal zurückbegeben. Ich sag, wir wollten mal kurz nochmal in der Mine ein bisschen um uns umschauen. Sind dabei leider ein bisschen gestorben. Ja, weil ja die Schlucht, ne? Also da hat man halt von überall, hat man da irgendwelche Monster und das hat halt, war halt nicht ganz so toll. So, da sind wir. Da sind wir wieder da. Okay, so, Portal, Höhle, Mineingang. Das heißt, wir müssen eigentlich in diese Richtung. Ja, oder? Ja.
So, dort vorne müsste dann eigentlich auch schon wieder das andere Dungeon sein und halt auch unser Portal nach Hause. Denke ich zumindest. Hoffe ich. Müsste aber eigentlich so sein. Kommt, Chunks, ladet. Ja, wo ist es denn? Ja, wo ist es denn? Ich finde es nämlich gerade wirklich nicht. Ja, komm. Muss doch aber hier sein eigentlich. Wo ist das denn? Kann natürlich auch in diese Richtung noch sein. Ja, kennst du meistens nur an der oberen Struktur halt. Aber ich glaube, hier in die Richtung ist es, glaube ich. Da war nämlich auch, glaube ich, Öl in der Nähe gewesen. So. Ja, da ist es. Okay. Oh, hier haben wir noch einen Wolf. Den werden wir uns wahrscheinlich dann vielleicht auch als Haustier noch mitnehmen. Und, gehen wir mal wieder zurück. Und da sind wir dann auch schon wieder back at home. Können wir noch unser... Ja gut, jetzt ist ja diese Bowling Machine ist jetzt hier noch mit davor. Okay, ich denke, wir haben uns heute in der Aufnahmesession und allgemein in den letzten paar Folgen einiges geschafft. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.